Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi. Ah, geht's? Hallo, Replay? P? Ich habe das Replay getötet. Nein! Bam, ich. Okay, ich habe gerade mein Replay gerade etwas getötet. Aber ja, Leute, herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi mit einem getöteten Replay. Und willkommen bei einem weiteren Video LOL Talk. Ich nenne es zumindest LOL Talk. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Mir gefällt es aber generell. Und das Thema, mit dem wir uns heute einfach beschäftigen, ist die Power von Spells. Beziehungsweise das Mindgame-Potential von Spells. Ich durfte gestern mit ein paar Freunden von mir, habe ich halt ein paar Normal Games gespielt und da sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Das ist hier sogar eines der Games, wo ich ein Beispiel davon habe. Ich glaube, das werden wir auch selber später in-game sehen. Ich werde nochmal dann darauf achten und dann dort pausieren. Und ja, Leute, mir ist einfach aufgefallen, wie sie Spells nutzen, so wie sie auch auf Spells von Gegnern reagieren. Es geht hier nicht zwangsweise um Summoner-Spells nur, sondern halt auch, also unter anderem auch um sie, aber es geht generell um Fähigkeiten, die uns zur Verfügung stehen, beziehungsweise Fähigkeiten, die dem Gegner zur Verfügung stehen. Und ihr fragt mich jetzt bestimmt, Silvi, was laberst du da? Da gibt es doch nichts, worauf man großartig zu achten hat, oder? Ich denke mal zumindest, dass ihr es euch denkt, weil wenn ich jetzt so normal darüber nachdenke, fällt mir jetzt unbedingt nichts ein, wo ich sage, oh, da gibt es irgendwas super Besonderes, ja. Aber es gibt Sachen, worauf wir halt gestern achten müssen. Und gestern in diesem Game hier, Leute, genau in diesem Game hat mich mein Top-Laner geflamed. Weil ich als Jungler einen One-for-One-Trade gemacht habe auf der Top-Lane. Mein Top-Laner ist gestorben, ich habe den gegnerischen Top-Laner mitgenommen und habe dann halt seine Lane eingepusht. Aber der Gangplank wollte in diesem Game sein TP nutzen, um eine Minion-Wave zu farmen. Dadurch habe ich ihn getriggert und ich habe keine Ahnung, ich habe ihn halt getriggert und er hat dann das ganze Game getrollt. Das werdet ihr hier vielleicht wahrscheinlich auch nochmal drin sehen. Nicht wundern, ich hatte hier eben nochmal so einen kurzen Lag, beziehungsweise einen Freeze, deswegen habe ich nicht gesehen, dass er in das Gebüsch reingegangen ist. So, und ich habe ihm erklärt, warum es eine schlechte Idee war, seinen Teleport zu nutzen, damit er halt eine Minion-Wave farmen kann. Und er hat es nicht verstanden. Und ich erkläre es euch nochmal, Leute. Dadurch, dass er sein TP genutzt hat, weiß das gegnerische Team, dass sein TP nicht ab ist und sie dadurch anders spielen können. In diesem Fall weniger ängstlich. Die Gegner können hier weniger ängstlich spielen, weil sein TP auf Cooldown war. Ganz wichtig, Leute. Hier sind aber ein paar andere Beispiele, ja, mit denen ihr das ganz leichter verstehen könnt. TF Midlane, ja. TF ist Level 5. Alles cool, nichts passiert, keiner denkt sich dabei was. TF ist Level 6. Er hat Zugriff auf seine Ulti. Ihr wisst genau, was das bedeutet, Leute. Er pusht die Midlane ein, geht in den Fog of War und alle pissen sich komplett ein. Du hast 100% HP als Varus AD Carry? Ja, scheiß drauf. Du gehst wahrscheinlich zurück zu deinem scheiß Tower, bis du den TF wieder irgendwo siehst. Ja, weil du hast Angst vor ihm. Jetzt stellt euch vor, TF hat keine Ulti und ist in der Mitte. Er pusht sie ein. Geht in den Fog of War. No problem. Du hast 40% HP, ja. Du bist der Varus. Du kannst auf der Botnet chillen, um dir deinen BF zu farmen. Okay, eigentlich ruft man sich heutzutage kein BF mehr, aber ich glaube, ihr solltet das Prinzip verstehen. Ja. Weil was will TF denn schon machen, Leute? Er hat keine Ulti. Ihr habt den River gewardet. Ihr habt Lane Bush gewardet. Was weiß ich auch. Ihr werdet es sehen, wenn er kommt. Dadurch, dass seine Ulti auf Cooldown ist, verändert sich euer Spielverhalten. Ja. So. Anhand dieses Beispiel könnt ihr sehen, welche Power Spells haben, wenn sie auf Cooldown sind oder wenn sie nicht auf Cooldown sind. Ich möchte aber nochmal hier einige andere Beispiele nehmen, weil bis jetzt hatten wir hier nur zwei Global Spells, ne? Stellt euch vor, Leute, ihr seid in einem Teamfight. Was ist schlimmer für euch? Also, ne, ihr seid in einem Teamfight, es ist egal, wo ihr fightet, die Gegner haben nur Uri, alle leben noch. Aber jetzt, Leute, was ist schlimmer für euch? Dass die Uri ihre Ulti genutzt hat? Oder dass Ori ihre Ulti nicht genutzt hat. Denkt mal kurz darüber nach, Leute. Ich werde so kurz 10 bis 15 Sekunden leise sein, ne? Und, warte mal, ich glaube, ich kann das hier so oder so in doppelter Geschwindigkeit dann so oder so machen. Schreibt es mal eben in die Kommentare rein. Ich mache mal das in doppelter Geschwindigkeit. Ich glaube, ich werde das jetzt ab jetzt auch immer so machen. Ja. Moment mal. So. Könnt ihr jetzt reinschreiben. So, was war für euch schlimmer, dass sie ihre Ulti genutzt hat? Oder dass sie ihre Ulti nicht genutzt hat. So, jetzt passt auf.
wenn Ori, also für mich ist es schlimm, wenn Ori ihre Ulti nicht genutzt hat. Wenn Ori ihre Ulti benutzt hat, kann das eine gute oder eine schlechte Ulti sein. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber die Gefahr, dass die Ulti noch da ist, ist nicht mehr da. Das heißt, ich kann so offensiv spielen, wie ich es auch möchte. Ey Leute, schreibt mir doch generell einmal kurz in die Kommentare, ob ihr haben wollt, dass es, wenn ich so rede und dann halt das Replay da ist, ob es in normaler Geschwindigkeit sein soll oder ob es so in doppelter sein soll. Ich glaube, mir persönlich gefällt die Doppelte hier dann doch etwas mehr. Aber ja, auf jeden Fall, nochmal kurz zurückzukommen, für mich ist es, okay. Wenn Ori ihre Ulti nicht genutzt hat, ist es für mich besser. Weil, wie gesagt, es kann eine gute sein, es kann eine schlechte sein, aber die Gefahr der Ulti ist weg. Sollte Ori ihre Ulti aber nicht nutzen, Leute, ist die Angst davor, dass sie ihre Ulti benutzen wird, schon groß genug, um einen positiven Effekt für die Ori zu haben, weil sich alle einkacken. Ja, aber keiner will von der Shockwave getroffen werden. Ist ja klar, ne? Sonst wird man ja komplett halt weggeballert. Das will man ja auch nicht unbedingt haben. So. Und jetzt, Leute, weil dieses Prinzip, also ich bin jetzt nur auf Ultis eingegangen, auf Summoner-Spells, aber dieses Prinzip für Spells gilt für jeden Spell in League. Es ist nicht nur eure Ulti. Es gilt wirklich für alles. Ja, Renekton, also es fällt euch vielleicht auch unbewusst oder auch bewusst vielleicht beim Traden auf. Renekton hat sein Q-Spell genutzt, ja. Das heißt, wir können offensiv rangehen. Ihm fehlt ein Spell. Ihm fehlt ein Werkzeug, um euch Schaden zuzufügen. Renektons Q ist ab. Ah, dann sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen, ne. Das gilt wirklich für alles. Leute, hört einfach auf, also mir fällt sowas halt, wie gesagt, sehr stark auch bei Low-Elo-Spielern auf. Hört auf, eure verdammten Spells auf Cooldown zu nutzen. Spammt sie nicht, ja, sondern lasst euch Zeit damit. Viele bemerken wirklich gar nicht, wie viel Einfluss Spells, die auf Cooldown sind oder die nicht auf Cooldown sind, an Einfluss haben. Ne? Hier wieder ein anderes Beispiel. Wenn ich Thresh-Spieler sehe, die ihren Q auf Cooldown werfen, kotzt mich das richtig an. Auf den richtigen Moment zu warten bei der Nutzung eines Spells ist halt ultra wichtig. Denn solange wir diesen Spell nicht benutzt haben, ist der Gegner dazu gezwungen, defensiver zu spielen. Und sollte er einen falschen Move machen, indem er vielleicht zu weit vorgeht oder sogar offensiv vorgeht, ja, dann punishen wir ihn. Oh, hier war das sogar ein Gangplank. Guckt euch das an, Leute. Ich push ein, er TP'd und war ab diesem Moment so getiltet, was ihr jetzt auch gleich noch einmal kurz sehen werdet. Hab mich hier jetzt auch eh nur die ganze Zeit zugeflamed. Dass er diesen Tower nicht mehr angreift. Da tanzt er sogar rum in der Hoffnung, dass ich mich dort exekuten lasse. Oh, es ist 9-11. So, keine Ahnung, so, ne? So, Leute, wo war ich nochmal? Genau. Wartet auf den richtigen Moment, wenn ihr eure Spells nutzt. Blitzcrank, auch ein gutes Beispiel. Ab dem Moment, wo sein Q auf Cooldown ist, spielen Botlaner viel, viel offensiver. Ja? Wartet darauf, dass er sich falsch positioniert, einen falschen Move macht, indem er zum Beispiel zu weit vorgeht oder sogar offensiv vorgeht und punisht ihn einfach. Leute, von daher, unbenutzte Spells sind die tödlichsten. Vergesst das nicht. Unbenutzte Spells sind immer die tödlichsten. Das Mindgame ist immer das tödlichste. Ja? Okay, Leute, das hier war es eigentlich auch an sich soweit mit diesem Video. Ich möchte euch hier auch nochmal generell eine Frage mitgeben. Und zwar, habt ihr irgendwelche Themen, über die ihr möchtet, dass ich rede? Weil im Normalfall mache ich das immer so, ich schaue immer nach, was die Community mich generell sehr viel fragt. Zum Beispiel, wenn ich live streame, generell an dieser Stelle, Leute, Montag, Dienstags und Mittwochs bin ich immer aktiv da. Ja, und ich antworte dort dann quasi nur auf Sachen, die ich ganz häufig von euch bekomme. Na, zum Beispiel diese Sache mit, soll ich über One Shot Pony sein oder nicht. Von daher ist es für mich eine riesige Hilfe, wenn ihr mir das in die Kommentare reinschreibt. Liked euch gegenseitig auch nochmal hoch, damit ich einfach sehen kann, welches Thema hier das populärste ist. Und dann mache ich so ein kleines Labervideo darüber. Weil ich kriege eigentlich relativ gutes Feedback darüber bei diesen Labervideos, dass ihr auch viel lernt. Beziehungsweise, dass ihr generell etwas lernt. Von daher würde es mich interessieren. Und ja, Leute, ich bin dann auch erstmal weg an dieser Stelle. Ich werde dann das nächste Labervideo wird dann, glaube ich, sogar erst nächste Woche kommen. Von daher einfach ab in die Kommentare. Ne? So, Leute, das war's jetzt aber auch erstmal. Ich bin weg. Tschüss, tschüss. Hau dir rein. Und bis zum nächsten Mal.